Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alois Karl hat Parteifreunde aus den Landkreisen Neumarkt, Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg zu einer Fahrt nach Berlin eingeladen. Auf dem politischen Programm stand unter anderem auch der Besuch des Bundestags. Neben politischen Gesprächen gab es auch ein gemütliches Beisammensein in der bayerischen Vertretung in Berlin, wo Alois Karl alle Teilnehmer noch einmal herzlich willkommen hieß. Es war eine Fahrt, die nicht nur der Bundestagsabgeordnete selbst, sondern auch die Teilnehmer als sehr wichtig ansahen. Das ist wichtig, glaube ich, in zweierlei Hinsicht. Erstens für mich persönlich wichtig, dass man in gutem Kontakt ist zu vielen aktiven Leuten, die während des ganzen Jahres auch die Fahne hochhalten und dann ein bisschen auch sehen sollen, wie das politische Leben ist. Sie wissen ja, dass sie politisch aktiv und interessiert sind. Und dann zum anderen auch eben für die Teilnehmer selber, dass sie sehen, wie der Ablauf hier in Berlin so ist, dass sie mit dem Abgeordneten mal ein bisschen ins Gespräch kommen, nicht bloß so in einer Versammlung, sondern auch ein bisschen beim Bier mal, nicht? Also, beim Essen und in der persönlichen Diskussion. Also ich glaube, das kann ein Gewinn für alle sein. Ich wollte allgemein das politische Geschehen mal mitbekommen. Auch das Bundespresseamt fand ich richtig interessant zu sehen, dass es ja wirklich zwei Seiten gibt in dem Fall. Und also ich fand es eine richtig, richtig gute Fahrt. Ich fand es grundsätzlich mal sehr interessant zu sehen, wie so eine Plenarsitzung abläuft und das Ganze zwar von der Besuchertribüne oben zu sehen, die ganzen prominenten Politiker, die ganzen Reden mal zu hören, das war schon sehr interessant und normalerweise kennt man es nur aus der Schule und das mal live zu erleben, war wirklich ein absolutes Highlight. Zwei Amberger Stadträte brachten bei der Gelegenheit noch ein sehr wichtiges Anliegen an. Es müsse noch einmal Gespräche wegen der Verlagerung der Bundeswehr nach Cham geben. Der Umzug käme dem Steuerzahler um etwa 15 Millionen Euro teurer als ein Verbleib der Bundeswehr in Amberg mit dem dafür nötigen Umbau der Kaserne. Ich werde mit dem Staatssekretär Schmidt morgen, spätestens übermorgen, über die Sache sprechen wollen und werde ihn darauf hinweisen. Vielleicht kann man erreichen, nicht, dass Amberg zwar als Standort aufgelöst wird, offiziell eingegliedert wird nach Weiden, aber nicht nach Cham, sondern wieder nach Amberg zurück ausgelagert wird. Und das würde eben bedeuten, dass man für wenig Geld die Garnison gut durchaus herrichten kann, die Kaserne durchaus gut herrichten kann. Und Amberg würde in seiner Stellung als Garnisonsstadt sozusagen als Standort der Bundeswehr erhalten bleiben. Das ist jetzt mein Ziel und ich versuche das in die Wege zu leiten. OB Wolfgang Dandorfer und die CSU Amberg wünschen sich hier, dass die Kosten noch einmal überprüft werden. Der Bundeswehrstandort Amberg muss ja also noch einmal in die politische Diskussion mit eingebracht werden. Da bin ich der Meinung, da muss einfach auch die finanzielle Seite auf den Prüfstand gestellt werden. Denn für die Summe, die jetzt für Cham im Gespräch ist, können wir locker auch die Leopoldkaserne so weit umbauen, dass sie den Bedingungen und den Ansprüchen für die Brigade entspricht. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Bundeswehr wirklich liebend gern in Amberg bliebe und nur ganz ungern nach Cham geht. Das ist klar, das Umfeld in Amberg ist natürlich um einiges besser. Das geht bei den Wohnungen an, das geht beim kulturellen Programm, das geht bei den Schulen weiter und, und.